Meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute sind wir wieder mal ein bisschen unterwegs. Heute zu Gast in Prien am Chiemsee. Heute dachte ich mir, wir machen mal eine kleine Aktion, bei der ich mal zeige, wie man vor Ort vielleicht ein paar Impulse setzen kann, sprich regional, in der eigenen Stadt, vor Ort, in der eigenen Nachbarschaft vielleicht sogar, auch mal bewusst zu machen. Wir sehen immer sehr, sehr viele negative Dinge, die um uns herum passieren, die auf der Welt passieren. Und oft lassen wir uns so krass ablenken von den ganzen Sachen, dass wir vergessen, dass wir allein von der Information, die wir sehen und was wir alles mitbekommen, nichts ändern können. Vielleicht uns sogar noch ablenken lassen, vor Ort die Welt ein Stückchen schöner zu machen und vor allem mit den Impulsen, die man dann vor Ort setzt, zu schaffen, dass man die Welt im Ganzen nach außen ein kleines Stückchen schöner macht, anstatt dass man nur noch auf die negativen Sachen schaut und ist weiterzugehen. So, und deswegen heute ein paar kleine Impulse. So, meine Freunde, als allererstes werden wir anfangen, ein paar Locations vor Ort einzusammeln für das Google Local Guide Programm, sprich für Google Maps, machen, dass man die Locations vor Ort ein bisschen besser finden kann. Da schnappen wir uns mal so 10, 20 Stück und dann geht's weiter. So, meine Freunde, da sind wir schon durch. Ein paar Minuten. Ein paar Locations einsammeln und schon kann man all diese Locations, denen man ein Bild macht, ein bisschen pushen, indem die besser auffindbar sind, ein bisschen besser angezeigt werden, weil jedes Bild, was auf Google Maps hochgeladen wird, eben die Sichtbarkeit auf der Karte verbessert. Und jetzt gehen wir gleich zu Aktion 2 über. Ich habe schon alles vorbereitet. Wir fangen mit einem Cleanup an. Vielleicht würden die Gentlemen gern beginnen. Ja, selbstverständlich, wir würden gern beginnen. Ich verstehe. Dürfte ich vorschlagen. Du hörst mir den Vorschlag auf und bringst was zu fressen, sonst fallst du. So, meine Freunde, das war's jetzt von der Müllsammelaktion in Prien. 15, 16 Minuten sammeln, einsammeln, was geht. Dinge finden, von denen man sich niemals vorstellen könnte, dass sie am Bahngleis liegen. Wie zum Beispiel den Staubsaugeraufsatz von Dyson. Das Gute an dieser ganzen Sache ist, ich werde diesen Film jetzt hochladen. Und dieser Film wird jetzt wahrscheinlich für 10 bis 20 Jahre noch online bleiben, solange es eben meinen Kanal geben wird. Das Ganze verlinke ich mal oben rechts. Und während eben viele Menschen ein Ehrenamt betreiben und es aber nicht zeigen, nehme ich einfach diesen einen Sack Müll, den ich gesammelt habe, und setze ihn online und alle Menschen, die mal eben nach Prien suchen, werden vielleicht eben diesen Impuls bekommen. Und so kann ein Sack Müll mit nur einem einzigen Beitrag für 10 bis 20 Jahre influenzen und mehr Menschen darauf aufmerksam machen und vielleicht einen Impuls setzen, wie klug es wäre, wenn wir da ein bisschen rausgehen und die Welt ein bisschen sauberer machen. Auch an jeden von euch weitergegeben, wenn ihr eine Kamera habt oder eben ein Smartphone, ganz egal. Geht raus, sammelt ein, was ihr findet, ladet diesen Film hoch auf dem YouTube-Kanal, startet selbst einen YouTube-Kanal. Das Ganze ist super, super einfach und wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, sagt Bescheid und dann helfe ich euch dabei. So, und jetzt gehen wir los, sammeln Impuls Nummer 3 ein und zeigen ein bisschen, wie schön die Gegend ist. Für den Gentleman und mich. Antoine, Wein für die Gentlemen. So, meine Freunde, Impuls Nummer 3, ein kleiner Spaziergang durch den Wald, beziehungsweise Wälder oder Parkanlagen. Immer wenn ich irgendwo bin in der City oder einem kleinen Dorf oder auch mal einfach irgendwie auf der Landstraße, finde ich es immer ganz cool, diese Orte einfach mal 10, 20 Minuten zu erkunden mit der Kamera, sie einzufangen bei einem kleinen Spaziergang und sie so vielleicht auch ganz vielen Menschen zugänglich machen, die sie noch nie besucht haben, die sie nicht besuchen können oder die vielleicht irgendwie nebenan wohnen, aber gar nicht mal wissen, dass es diese Sachen gibt. Und zeigt, wie schön wir es vor Ort haben, weil ich oft das Gefühl habe, Menschen suchen sich extra irgendwelche Orte irgendwo anders, wo man extra hinfliegt, hinreist, anstatt dass man erstmal die Orte, wo man wohnt, richtig erkundet. Und ja, so viel zu dem Video heute. Drei kleine Impulse, die ich jedes Mal in jedem Dorf oder in jeder Stadt, in der ich bin, vorantreibe, wie ich Sachen einsammle und versuche, was Schönes zu machen, dass wir dieses Internet auch mit ein paar Dingen befüllen, die wirklich wichtig und sinnvoll sind,
und dass wir da nicht nur negative Nachrichten und Hate abbekommen, sondern dass wir auch was Schönes. Ich hätte gesagt, vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was man alles so machen kann, wie man schöne Impulse ins Internet setzen kann, um Leute zu inspirieren und vielleicht auch loszuschicken, um einzusammeln und der Welt damit zu zeigen, wie schön sie eigentlich ist. Ich verlinke das Video von gerade eben rechts oben. Könnt ihr auch mal ein bisschen mit spazieren gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.